Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Ultima 5 Lazarus. So, wir haben Britten in unserem Rücken und vor uns den Schlangenpass. Und wir haben ja gehört, dass auf dem Schlangenrücken, also auf diesem Gebirge da, ein fliehendes Schiff sein soll und irgendwie was mit einem Glasschwert. So, wir haben ja unsere Kletterhaken bekommen. Und zuerst habe ich überlegt, wie man den benutzt, aber dann wurde es eigentlich recht klar. Gibt es ähnlich wie bei der Schifffahrt so einen Pfeil? Und da steht linksklicken, um dort den Steighaken zu verwenden. Dann tun wir mal linksklicken. Und? Okay, das war einfach. Ja, dann schauen wir uns um. Die Barbaren und die Kopflosen, die wir dort schon mal gekillt haben. Da geht's wieder runter. Habe ich schon gekillt gehabt. In weiser Voraussicht habe ich auch schon das Zeugs verkauft. Auf was schießt ihr gerade? Oh, solche Phantomkrieger, die hatten wir schon mal. Sortiert ihr euch mal bitte ein bisschen. Oh, Phantom haut auf Schamino rum. So, noch ein paar Skelette. Gut, dass ich schon mal unser Zeugs verkauft hatte. Da bin ich jetzt gerade froh damit, sonst hätten wir das da alles nicht mehr untergekriegt. Auf was auch immer ihr jetzt noch schießt. Alles hört auf mein Kommando, nicht wie die Irren rumwuseln. So, ich sehe zwar nichts von einem Schiff, aber... Nö, es hört keiner auf mich. Passt schon. Irgendwas Magisches. Okay, wir machen jetzt erstmal Ordnung und dann schauen wir nach Loot und dergleichen. Auch wieder so Geisterviecher, die aber nicht so das Problem sind. Jetzt bitte... Wow, hier liegt ein bisschen was rum. Ist hier ein Glasschwert dabei? Nö, ne? Was ist mit den Leichen hier? Gelber Zaubertrank, Lederstiefel, Goldklumpen, Lederrüstung, Kriegsaxt. Die Kriegsaxt können wir uns mal anschauen. Die wir jetzt, glaube ich, nicht eingesammelt haben. Gönnst du mal bitte die Kriegsaxt? Da ist er. Ach so, das ist so ein Ding. Ja, nee, die war langsam. So, dann macht mal hier bitte die Einsammelaktion. Bitte alle. Danke. Was passiert mit dir, Katrina? Seltsame Dinge, ne? So, hier gibt's Leichen. Also hier soll ja irgendwo... Da liegt noch eine Fackel. Ach so, das ist unten. Okay. Irgendwo ein fliegendes Schiff sein. Packt mal bitte zuerst mal... Jungs. Da sind schon wieder Skelette. So, jetzt auch bitte ein bisschen mehr Ordnung. Hier rein. So, den Eisenhelm würde ich gern mitnehmen. Sehr schön. Dann sammeln wir hier noch ein. Und was ist das für ein Licht? So, ansonsten sehe ich hier zuerst mal nichts. So, hier geht's überall runter. Wir schauen mal, was wir jetzt alles bekommen haben. Eisenhelm ist 2. Eine Hacke. Den Schild kennen wir schon. Auf was schießt ihr denn schon wieder? Ein Eisenhelm mit Verteidigung 3. Was machst denn du da? So, nochmal. So, wo war der tolle Eisenhelm? Da. Ah, und so eine Armbrust. Könnt ihr das mal bitte lassen?
Wir gehen mal ein Stück. Dann machen wir Helm und so eine Geschichten. Das wird es dann eine Neverending Story. So, hier geht's überall nur runter. Easily done. Da könnte... Nee, das ist keine Höhle. Now with the one in charge. Eine Brücke. Dahin geht's auch wieder runter. So, jetzt aber gucken wir mal nach dem Helm. Helm und eine Armbrust haben wir nochmal bekommen. So, zuerst mal braucht jemand die Armbrust. Ich glaube, nein. Quenno hat den Bogen und alle anderen haben die gleiche Armbrust. So, ein Helm mit Rüstungsklasse 3. Den bekommt Shamino, der bekommt nämlich in letzter Zeit ziemlich aufs Mundwerk. Und das muss aufhören. So, dann haben wir das geklärt. Dann schauen wir mal weiter. Also bisher sehe ich noch kein fliegendes Schiff. Achso, die Brücke geht nochmal zurück zu dem Gebäude. Wir sind ein bisschen angedatscht, aber ich hoffe, wir werden das überleben. Ein Vogel, eine Pseudohöhle. Können wir da hinten hoch? Es ist nicht immer so ganz klar, wo man hier wie wohin gehen kann. Und warum sie jetzt da unten alleine rumgondelt, das kann ich euch auch nicht sagen. Diese und andere Fragen. Können wir da hoch? Ja, da können wir hoch. Okay. So, da scheint es dann auch wieder weiter hoch zu gehen. Was auch immer. Da hinten geht es auch wieder runter. Oho. Oh, wow. Drache. Ich sehe einen Drachen. 500 Lebenspunkte. Lass mich mal kurz überlegen. Okay, wir schlafen. Und zwar hält Quenno Wache 8 Stunden schlafen. So, jetzt habe ich Angst. Von einem Drachen war nicht die Rede, nur von einem fliegenden Schiff. Dass jetzt vielleicht da irgendwie so eine Untertasse steht oder was auch immer, irgend so ein Sci-Fi-Kram oder so, hätte ich jetzt erwartet. Aber doch keinen Drachen. Ein Drache fliegt, ja, aber das ist doch kein fliegendes Schiff. Das muss jetzt gesagt sein. So. Und bei Drachen gilt die Speicherregel. Wir speichern und schauen uns das mal an. Aber 500 Lebenspunkte, das ist viel. Das ist richtig viel. Für unsere Verhältnisse. So, da liegt Langbogen, Edelstein, ganze Menge Kohle und Zeugs. Und verkohlte Mitmenschen. Dann ist noch eine Truhe, sogar zwei Truhen, glaube ich. Okay, wir gehen da rein und schauen mal, was sich da ergibt. So, mach mal ran an den Drachen. Oh, Avatar. Wieso kriegst du eigentlich immer auf die Fresse? So. Können wir den Drachen eigentlich auch kiten? Versuchen wir mal. Ja, nee, so war das nichts. Moment, schnell laden, bevor... Laden. Und das Spiel verkraftet das. Okay, wir versuchen die Kiten-Taktik. Wir halten einfach nichts aus in dem Spiel. Das ist immer wieder faszinierend. Und ich habe gerade einen rotierenden Donut von Windows. Schaffst du das Spiel? Geht's dir gut oder eher nicht so? Ach, Spiel hat's geschafft, sehr schön. Okay, wir machen mal die Fernkampf-Versuchstaktik. Auch wenn wir damit eigentlich keinen Schaden machen. Wieso rennst du da alleine vor? Sag mal, Junge. Nee, nicht Gold nehmen, sondern Drache schießen. Sieht bisher besser aus. Ja,
ein bisschen gekillt. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wir sollten ja dann zwischendurch mal Pause machen können. Aber der Drache geht auch nicht wirklich runter. Das ist das andere Problem. Kommen wir mit raus? Lass den da drin mal fauchen und tun und machen. Er hat jetzt... wir haben ihm gerade mal 50 Lebenspunkte abgezogen. Er verfolgt uns aber wenigstens nicht. Kannst du mal bitte schießen gehen? Und du auch? Oh, jetzt... Nahkampf. Nein, Rückzug, Rückzug. Komm mal her. Ah, das war's nicht. Ja, Fernkampf alleine halten wir nicht aus, aber Nahkampf halten wir eigentlich auch nicht aus. Vielleicht sind wir zu früh an hier. Aber ich würde die... Ich meine, sind da überhaupt die Glasschwerter oder sind die ganz woanders? Oder das Glasschwert oder was auch immer. Wir schauen mal, inwieweit wir den Drachen locken können aus seiner Höhle raus. Nein, nicht einsammeln gehen. Kämpfen. Und zwar alle. Geht nicht so nah ran. Easily done. Oh, jetzt hängt er da am Eingang fest. Vergiftet, okay. Wieder wird gelernt. Lass den mal rauskommen. Okay, wir können ihn einigermaßen kiten. Wenn er da oben bleibt, wäre cool. Ist so... Na gut, theoretisch sollte uns sein Feuer so nicht treffen. Praktisch schon. Ja, unser Fernkampfschaden ist unterirdisch. Just watch. Easily done. Easily done. Lauft mal. Die brennen immer noch. I'll aid thee if I can. Ja, du kannst jetzt erstmal selber helfen. So, wie lösen wir das Drachenproblem? 450 von 500 haben wir. Schamino kriegt trotzdem aufs Maul. Ja, nee, wir treffen gar nicht mehr. Aktuell geht's aber. Ja, doch, Julia, Schamino. Ja, in einem Jahrhundert sind wir fertig. Oh. Name it. Wir müssen. Wo kommen wir denn her? Okay, Drache lässt uns die in Ruhe. Hier kamen wir her. Ja, so kann man den legen, aber nicht in endlicher Zeit. Zuerst mal Entgiftung von Quenno. Da ist Quenno. So. Können wir hier schlafen? Ja. Yolo hält Wache.
so wird er irgendwann sterben. Aber so ist es bestimmt nicht gedacht. Wow, die Vögel drehen durch. Autsch. So, sind wir vielleicht aufgestiegen, mein lieber Lord Prittig? Nein, sind wir nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, wo ist der Drache jetzt und wie geht's uns? Uns geht's supi. Da ist der Drache. Auf den Drachen mit Jebrüll. Was kriegen wir ab? Shamino, du kriegst mir immer ziemlich viel auf die Fresse. Und Julia gar nicht. Na gut, dann schießt mal. 350 von 500. Zur Not schlafen wir halt noch eine Nacht, ne? Bin ich ganz flexibel. So, Katrina tickt runter. Oh, oh, Drache kommt mit. Macht mal Rückzug. Okay, Drache dreht um. Wir schlafen. Julia hält Wache. 8 Stunden schlafen. Wir töten den Drachen. In einer Woche oder so. Aber läuft doch irgendwie, auch wenn es sich nicht richtig gut anfühlt. Aber ist okay. Dann haben wir hoffentlich ganz viele Schätze und hoffentlich sind dort die Glasschwerter. So, alle Mann. Ja, Drache, geh mal wieder einen Ticken zurück. Wieder Schießerei. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das muss man dann auch mal irgendwann knallhart sagen. Aber wieso YOLO und Julia? Obwohl, YOLO kriegt jetzt auch ein bisschen was ab. Aber Julia nicht wirklich. Weil Katrina trägt ab und zu diese Genesung. Aber so richtig viel helfen tut das auch nicht. So, Halbzeit. Halben Drachen haben wir. So, Quenno macht mir ein bisschen Sorge. Katrina, lass mal bitte wieder deine Genesung ticken. Den Zauber kann man eigentlich, oder den Skill kann man eigentlich auch in die Tonne treten. So wirklich begeistert bin ich von der Sache nicht. So, aber wir machen gut Fortschritte. Kenno macht mir Sorge. Okay, schon mal Rückzug. Drache, geh, hau ab. Nein, lass uns in Ruhe. Geh, hau ab. Lass uns in Ruhe. Nein, nicht folgen. Mach das nicht, bitte. Bleibt hier. Da ist wieder so ein komisches Ey, so war das nicht gedacht, dass du uns jetzt folgst. Ja, mach mal das Phantom-Ding da. Im Kreuz haben wir den Drachen. Quenno, lauf. Quenno, lauf. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, das ist der Drache richtig pisst. Drache ist pisst. Alright. So, können wir hier schlafen? Ja, Julia hält wieder Wache. Schlafen.
Dann schauen wir, was der Drache dazu sagt. Es ist kein ehrenvoller Kampf, ich weiß. Aber ich will den Drachen töten. Und zwar, bevor wir nochmal schlafen. Aber ich glaube, selbst wenn wir alle Skills hätten, die wir haben könnten, glaube ich nicht, dass uns das so sehr weiterhelfen würde. Aber ich kümmere mich nochmal um Lehrer und es wird dort nochmal ein bisschen Fortschritt machen. So, gib mal den Heiltrank, Quenno. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Und geben dem Drachen hoffentlich den Rest. Wo ist er? Da ist er. Da ist noch so ein Phantomviech. Untoter Fürst, wie auch immer. Ich sehe gerade nicht, was ihr tut. Oh, der untote Fürst hat auch eine ganze Menge Lebenspunkte. Panik. Ich weiß gar nicht, wohin. Es ist gerade verdammt neblig. Da ist irgendjemand übernommen. Kacke, Mann. Wieso muss der... Nein, Avatar, nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Wir sterben jetzt nicht. Nein, wir sterben nicht. Jetzt ist Julia gestorben. Die macht mich fertig. Okay, aber wir hatten es fast. Fast. Wir laden nochmal. Wir machen das so ähnlich, nur besser. Nur besser. Irgendwie ist das machbar. Ich glaube an uns. So, aber den Leuten sollte doch klar sein, dass ein Drache kein fliegendes Schiff ist. I'm here. Wie ich mein Glück kenne, liegt bestimmt auf irgendeinem anderen Gipfel einsam und verlassen Glasschwert. Und der Drache hat zwar tolles Zeugs, aber nicht das, was wir haben wollen. Wetten dürfen abgeschlossen werden. Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Ihr sollt übrigens alle Fernkampf machen. Ups. Oh, da ist der Drache. Entschuldigung. Ich habe ihn nicht gesehen. So, Katrina, lass mal bitte deine Genesung nochmal ticken. Du hast ziemlich auf die Fresse gekriegt. So, also wir dürfen nicht Richtung Turm auf Abwege kommen oder so. Das scheint nicht gut zu sein. So, komm, Katrina, leg mal bitte ein bisschen Lebenspunkte zu. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich würde sagen, es sieht gerade so aus, als hätten wir ihn irgendwie gebuggt. Aber das ist mir jetzt egal. Nicht nichts bewegen, nichts klicken, einfach warten. 354. So, Katrina heilt sich so langsam. Ich habe Zeit. Mein Herz rast. Jetzt bloß keinen Fehler machen. So, weniger als die Hälfte. Ich nehme mal die Hand von der Maus. Dass ich doch mal aus Versehen irgendwas klicke und die Helden irgendwo hinlaufen. Ich habe die Lebenspunkte im Auge. Nicht, dass da doch noch irgendwas passiert. So, wir gehen auf die 200 zu.
So, weniger als 200. Go, go, Jungs und Mädels. Ja, wir legen den jetzt. Und sobald er tot ist, drücke ich F9. Schnell speichern. Nicht, dass da drin noch irgendwo irgendwas lauert und uns dann den Sieg kaputt macht. So, 120. Weniger als 100. Okay. Nochmal auf die Tube. 76. Katrina heilt sich schön voll. 57. Endspurt. So, Leute. So tötet man einen Drachen auf ehrenvolle, faire Art und Weise. Jetzt habt ihr mal wieder was gelernt, ne? Let's Play gucken bildet, ne? So, gleich stirbt er. Jo, Drache tot. F9. So. Und looten tun wir in der nächsten Folge. Es ist leider Zeit. Sorry für den Cliffhanger, aber bis gleich.